Ja, moin liebe Journalisten, ich begrüße euch zur Pressekonferenz vor der zweiten Runde des DFB-Pokals. Der HSV tritt am Dienstagabend um 20.45 Uhr bei Wien Wiesbaden an. Uns begleiten mindestens 3.400 Gästefans. Das ist das Kontingent, was uns zur Verfügung gestellt wurde. Und bei mir ist unser Cheftrainer Hannes Wolf und ich bitte um eure Fragen an den Cheftrainer. Stefan Walter vom Hamburger Abendblatt macht den Anfang. Hallo Herr Wolf, vielleicht eine Frage vorab zum Personal. Mangala musste vorhin das Training abbrechen, sah jetzt aber nicht wirklich verletzt aus. Hat er irgendwelche Wehwehchen und wie sieht es beim Rest aus? Ja, erstmal hallo an alle. Es ist ja ein bisschen leerer als das letzte Mal hier, wegen Sonntag, ne? Ah, okay. Gut zu wissen. Ich werde das genauso weitergeben an die Kollegen, die jetzt nicht da sind. Neorell, das Spiel ist halt 2 Tage her. Alle haben hart gearbeitet. Orell war schon müde. Und wir haben dann aus dem Passspiel gerade noch so ein kleines 3 gegen 1 gespielt, wo dann mehr, ein bisschen mehr lange Schritte drin sind. Das wollten wir einfach nicht machen, aber er ist nicht verletzt, sondern normalerweise im normalen Ablauf wäre heute frei, 2 Tage nach dem Spiel. Und da haben wir jetzt keinen Grund gesehen, da was zu riskieren in dem Moment. Das war's. Hast du eine Frage, Kai-Uwe? Oder war das kein Handzeichen? Dann gerne nochmal das Armblatt, Stefan Walter. Was halten Sie denn generell von Rotation und sehen Sie sich gezwungen, jetzt auch im Blick auf die englische Woche dann auch personell die Startelf ein bisschen durchzutauschen? Generell kann ich das nicht beantworten, weil es immer unterschiedliche Konstellationen gibt und auch Momente gibt, wo das natürlich Sinn macht, aber es ist jetzt eigentlich keine echte englische Woche mit Freitag, Dienstag, Montag. Das ist schon ein Unterschied, ob du Samstag, Dienstag, Freitag spielst oder so. Also es ist einfach viel Platz dazwischen, viel Raum dazwischen. Auch das Spiel ist noch relativ lang hin, sodass die Jungs, die gespielt haben, das auf jeden Fall aus den Füßen haben, am Dienstagabend voll marschieren könnten. Und dann geht es nur darum, was ist die, ja, in unseren Augen die Aufstellung, mit der du die höchste Wahrscheinlichkeit hast, das Spiel zu gewinnen. Wo immer dazugehört, wen wechselst du ein? Also das ist jetzt nicht nur die Elf, sondern es gibt natürlich auch Spieler, die man gerne nochmal reinbringen kann, weil sie dann das Spiel verändern. Aber die Belastung dieser Woche ist kein Argument zum Rotieren. Lars Pegelow, NDR 90,3. Vielen Dank. Herr Wolf, Wiesbaden hat ja in der ersten Runde St. Pauli geschlagen und sich auch in der Liga so ein bisschen berappelt nach einem schweren Start. Wie schätzen Sie die eigentlich ein? Ja, es ist Drittliga-Spitzenmannschaft, hat einen schweren Start. Ein bisschen überraschend und haben jetzt ganz viel gewonnen. Haben zum Beispiel in Karlsruhe 5-2 gewonnen, also 5 Tore in Karlsruhe geschossen. Vor 2 Spieltagen jetzt und deswegen eine Drittliga-Spitzenmannschaft. Wir lernen, oder in Hamburg lernt man ja gerade so die zweite Liga kennen. Und das ist nicht ganz anders. Das heißt, da wird es eine absolute Profimannschaft, die auch Möglichkeiten hat. St. Pauli geschlagen, die können dagegen halten, haben die Körperlichkeit, haben auch die Möglichkeiten, uns weh zu tun und deswegen müssen wir wieder auf ein sehr, sehr hohes Level, inhaltlich, aber auch einfach in der Mentalität, in der Leidenschaft, in dem, was wir investieren und da gibt es auch nichts zum Anknüpfen, sondern es müssen uns wieder neu erarbeiten für das Spiel und da erwarte ich einfach von uns, dass wir es richtig gut machen, von engem Spiel ausgehen, also wir fahren jetzt nicht mal hin und gewinnen da mal kurz, sondern ganz, ganz enges Spiel, was wir dann aber am Ende gewinnen wollen. Wenn man nachfragen darf, zum Pokal, 2. Runde, also trotz allem, trotz des Lobes, das Sie gerade aussprechen, beim Drittligisten denkt man da schon, Menschenskinder, also Pokal, lass uns da mal was draus machen in diesem Jahr? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich denke ich wirklich nur über dieses Spiel nach. Ich wüsste nicht mal ganz genau, wann die nächste Runde ist, ehrlich gesagt. Sondern nur das Spiel, da wollen wir alles reinlegen. Und dann natürlich, wenn es dann eine neue Runde gibt, fühle ich das genauso. Aber ich bin jetzt schon erst ein paar Tage hier und wir tun uns sehr, sehr gut daran, Schritt für Schritt zu gehen. Und der nächste Schritt ist dann Dienstagabend. Simon Brasch von der Mopo. Herr Wolf, David Bates wird ja gegen Köln gesperrt sein. Sehen Sie dieses Spiel jetzt auch als Möglichkeit, dann den Mann vielleicht zu bringen, der ihn gegen Köln ersetzen wird? Oder haben Sie da schon einen genauen Plan und verraten Sie ihn? Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen, aber das aus dem Grund zu entscheiden, würde ich sehr problematisch sehen, weil du damit die Wertigkeit des Pokalspiels herabstufst.
Das heißt, wenn wir es anders machen, dann nicht aus dem Grund, sondern ist der einzige Grund, dass wir glauben, dass es für das Spiel die richtige Lösung ist, die richtige Entscheidung ist. So wie mit allen anderen Umstellungen auch, weil sonst triffst du vorher eine Entscheidung, die das Spiel herabwürdigt und ja, das wär schon problematisch in der Herangehensweise, weil es natürlich für uns ein wichtiges Spiel ist. Florian Rebin, ebenfalls Mopo. In welcher Stellenwert hat denn allgemein der Pokal für Sie? Sie haben ja mit Stuttgart da auch schon das ein oder andere Spiel erlebt und ja, wie hoch sehen Sie den persönlich an und was haben Sie vielleicht auch für Erinnerungen dran? Muss ich mal überlegen. Ja, man kann jetzt viel träumen und natürlich habe ich mir das Pokalfinale in Berlin jedes Jahr angeguckt, wahrscheinlich seit 37 Jahren. Aber es ist ein super Wettbewerb, weil es einfach eine Brisanz hat. Ich finde, dieser Weg zum Finale mit den K.O.-Spielen ist was ganz Besonderes, ist was Spezielles. Und wir haben zwei Wettbewerbe, auf die wir uns voll konzentrieren und die natürlich ein bisschen, ja, der eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun, aber es sind einfach zwei Sachen, worauf wir uns voll konzentrieren, da so weit wie möglich zu kommen, da alles zu geben, um möglichst weit zu kommen. Das finde ich ganz wichtig. Wie weit das dann führt, kann heute natürlich keiner sagen, aber insgesamt finde ich den Wettbewerb super. Ich finde, der Pokal sieht total cool aus, der ist total schön. Und insofern ist das schon ein guter Wettbewerb. Simon Brasch nochmal von der Mopo. Jeder Trainer hat ja andere Methoden und Ihr Vorgänger hat ab und zu auch mal so einen freien Tag gegeben und ein bisschen mehr regeneriert. Dennoch hatte die Mannschaft also offensichtlich nie ein Problem, viel zu marschieren. In welchem körperlichen Zustand sehen Sie die Mannschaft gerade? Ja, also ab und zu einen freien Tag gebe ich auf jeden Fall auch, weil das wäre verrückt, das nicht zu tun. Der erste Eindruck, man muss immer aufpassen mit den ersten Eindrücken, weil nochmal, es sind ein paar Tage, ist so, dass da einfach eine gute Substanz ist. Ich habe es ja nach dem Spiel in Magdeburg schon gesagt, dass da einfach in dem Bereich Fitness auf jeden Fall gut gearbeitet wurde, weil sonst kannst du das Spiel nicht so gehen. Und ich finde, wir haben von der Intensität, von der Laufbereitschaft auch mit 10 Mann, also nicht nur wie viel man läuft, sondern wie schnell man auch läuft. Da hat man einfach gesehen, dass das erstmal ein intaktes Gebilde ist, was Substanz hat. Aber nochmal, es ist der Eindruck aus einer Woche und das müssen wir natürlich immer wieder neu bestätigen. Aber es macht erstmal einen guten Eindruck. Stefan Walter nochmal. Jetzt haben Sie ja in Magdeburg auch ein bisschen was geändert, was die Besetzung der Räume betrifft. Personell haben Sie aber nur eine Änderung der Startelf vorgenommen. Wie wichtig ist vielleicht auch Pierre-Michel Azoga für den Fußball, den Sie sehen wollen? Das kann ich so nicht sagen. Wir haben uns entschieden, so zu spielen, aus verschiedenen Gründen. Und da musst du es jede Woche auch neu entscheiden. Und dann hängt es ja einfach auch damit zusammen, wie gut dann ein Spieler spielt, wie gut der trainiert. Dieses Vertrauen, wo da oft gesprochen wird, das ist ja keine Einbahnstraße, sondern der Spieler macht was Gutes und man reagiert darauf. Der Spieler macht was nicht so Gutes und man reagiert auch darauf. Und ich hoffe einfach, dass er Vollgas gibt, dass er Bälle für uns festmacht, dass er körperlich spielt, dass er zum Beispiel bei Standards defensiv wegräumt, wenn er ab und zu ein Tor vorbereitet und möglichst viele schießt. Dann hilft er uns natürlich auch. Und ich wünsche mir für ihn, von ihm und so wie bei allen anderen auch, dass sie einfach ihren besten Fußball spielen. Für den HSV, für die Mannschaft. Das würde uns allen einfach sehr viel Freude machen. Das wünsche ich mir natürlich auch von ihm. Aber das jetzt pauschal so zu sagen, das kann ich nicht. Es geht einfach darum, dass wir natürlich die Spieler ihren Fähigkeiten entsprechend in Räume bringen, in Positionen bringen. Als Stürmer bist du auch sehr davon abhängig, wie du angespielt wirst, welche Bälle du bekommst, in welcher Qualität. Und das versuchen wir dann alles zusammenzubringen. Aber grundsätzlich wünsche ich mir natürlich von jedem und für jeden, dass er hier auf seinem höchsten Level spielt. Florian Rebin nochmal. Sie haben in Magdeburg ja Bakariata, glaube ich, als ersten Einwechselspieler gebracht. Der ist ja einen recht ungewöhnlichen Weg gegangen in seiner Karriere. Hat jetzt nicht die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen, sondern ist hierher gekommen und ist eigentlich direkt als Profifußballer dann durchgestartet. Wie gut kannten Sie ihn vorher und was schätzen Sie an ihm speziell? Ja, ich kannte ihn natürlich
aus, einfach weil ich Fußball geguckt habe. Ist ja, da kennt man halt die Jungs. In dem Moment war es natürlich wichtig. Wir wussten, dass wir einfach aus großen Räumen kontern müssen in Unterzahl. Und da wusste ich einfach, dass wir mit ihm natürlich eine absolute Tempohärte, dass wir einfach lange Sprints bekommen, so wie auch vor dem Tor. Geht dann ein bisschen unter, aber es ist einfach ein Konter, den er läuft, ihn abbricht, den Ball hinten rausspielt. Und dadurch kommen wir überhaupt in die Situation, da vorne anzugreifen. Dann geht es über Aurel auf Pierre. Und genau diese Situation haben wir dann gebraucht. Und er macht einen guten Eindruck, einen sehr athletischen Eindruck. Und auch da kommt es auf die Situation an, was du dann in dem Moment brauchst für dein Spiel. Bin froh, wenn wir gute Jungs einwechseln können. Dass die Qualität einer Mannschaft zeigt sich immer, wenn du das Spiel von der Bank noch positiv beeinflussen kannst. Und das war da auf jeden Fall der Fall. Lars Pegelow, NDR 90,3. Und dann gerne das Mikro weitergeben an Simon Brasch. Herr Wolf, ich habe nochmal so eine Eindruckfrage. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Mannschaft jetzt nach diesem Sieg und einer ja außergewöhnlichen Woche dann, wie sie dann immer ist beim Trainerwechsel, irgendwie so ein bisschen, dass sich was gelegt hat oder dass eine Erleichterung da ist oder irgendeine Form von Lockerheit Sie feststellen können? Das wäre das Erste. Und das Zweite, ganz konkret, werden Sie eigentlich Elfmeterschießen üben? Ja, muss ich noch drüber nachdenken über das Zweite. Ja, also wir haben uns sehr gefreut und auch die Spieler, die Mannschaft, weil es einfach um den Club geht, um den Weg hier in der zweiten Liga. Und das sind natürlich 3 Punkte in Magdeburg in Unterzahl. Großartig. Aber wir wissen auch, und das ist so die Herangehensweise, dass wir inhaltlich an ein paar Sachen anknüpfen können. Aber von der mentalen Herangehensweise, von dem, was du investierst, kann man nicht anknüpfen. Wir können jetzt nicht nach Wien fahren und sagen, wir sind jetzt so intensiv wie in Magdeburg. Und das ist neu. Und das ist jetzt die Herausforderung für uns. Und ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft sich sehr gut darauf einlässt, auf das, was wir jetzt gerade so machen. Und und deswegen ist das erstmal positiv. Aber das Spiel in Magdeburg ist keine Blaupause für das, was jetzt Dienstag kommt. Muss ich nochmal drüber nachdenken? Nee. Simon. Wenn ich etwas persönlicher fragen darf, Sie hatten vermutlich noch gar keine Zeit, hier in Hamburg sich um irgendwas außer Fußball zu kümmern. Ich nehme an, dass Sie noch im Hotel wohnen. Wie gehen Sie so damit um im Moment mit diesem Zustand? So immer Vollgas, immer Volldampf und wie lange kann das so bleiben und wann haben Sie vor, sich eine Wohnung zu suchen oder ein Haus? Wann ist dafür Zeit? Ja, da sind wir schnell. Ich habe da viel Hilfe hier und da haben wir schon eine gute Idee, wo man dann wohnen kann. Aber grundsätzlich ist ja da genau das, was ich fühle mich erstmal in dem Bereich total zu Hause. Ich war so lange Trainer, so viele Jahre und dann ein paar Monate nicht oder über ein halbes Jahr nicht. Und es ist einfach gut zu fühlen, dass ich mich zu Hause fühle, wenn ich vor der Mannschaft stehe, wenn wir auf dem Platz sind, wenn wir die Gespräche mit dem Trainerteam haben. Und dann fühlt sich das sehr gut an und dann ist ja auch nach der Pause völlig okay, wenn man dann mal viel arbeitet. Und ich kann das auch, das hat mich nie gestört, sondern es war immer, ist immer eine Freude gewesen, im Fußball was zu machen. Und deswegen wird es auch lange aufrechterhalten mit dem viel Arbeiten. Und da gibt es trotzdem noch Pausen, wo man echt mal auch was anderes machen kann. Also muss man, damit man da frisch bleibt. Kai Beermann von der Welt. Sie haben es eben angesprochen, das Trainerteam hilft Ihnen auch dabei, hier anzukommen. Ihre beiden Co-Trainer, die auch unter Ihrem Vorgänger schon gearbeitet haben. Inwieweit läuft die Zusammenarbeit bisher und wie profitieren Sie von den beiden? Ja, sehr, weil erstmal auf menschlicher Ebene passt das top. Das war auch das, was wir vorher, Sie wissen, dass das ein bisschen ungewöhnlich ist, aber das war auch was wir vorher im Verein besprochen haben, dass wir das einfach glauben, dass wir die Überzeugung haben, dass das auf der menschlichen Ebene passt. Da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl und inhaltlich sind wir ganz nah beieinander. Und dann hilft es total, dass wir natürlich auch, ich bin ja nicht hier, um eine Revolution zu machen, sondern es ist ja schon auch sinnvoll, dass du guckst, was wurde wie gemacht, um dann da drin deine Note reinzubringen und deine Inhalte zu platzieren. Und da ist die Hilfe von sowohl von der Athletikabteilung als auch aus der Analyse, was natürlich wichtig für mich ist, zu sehen, wie funktioniert die Gegenanalyse, was kriegst du da geliefert, da bin ich bin ich sehr zufrieden. Und natürlich mit den beiden Jungs, mit André und Mike, die da geblieben sind,
da fühlt sich das auch sehr, sehr gut an. Es ist fast nicht zu glauben, dass das erst eine Woche ist, weil so viel passiert und weil man einfach schon so viel spricht. Und das ist gut. Das wusste ich ja vorher, man überlegt sich das, stellt sich das vor, weiß es trotzdem nicht ganz genau und es ist sehr, sehr gut zu sehen, was da für ein Support ist. Und dann gibt es Konstellationen, die passen einfach zueinander und heute würde ich sagen, das passt. Franco Keutsch von der dpa. Kommt Ihnen denn dieser Kaltstart entgegen in Ihrer Arbeitsweise? Das heißt, kaum hier schon das erste Spiel, dann Mitte der Woche das zweite Spiel. Sie sagten, Sie wollen Ihre Note reinbringen, wahrscheinlich auch eine kleine Änderung vornehmen. Ist das für Sie eine angenehme Situation oder hätten Sie vielleicht lieber so etwas gehabt wie eine Länderspielpause, wo Sie 2 Wochen Zeit haben, um dann Ihre Ideen reinzubringen? Das spielt für mich keine Rolle. Es ist, wie es ist und dann macht man das Beste draus. Und deswegen ist es einfach egal, es ist einfach so genommen, wie es dann in dem Moment war. Als der Anruf kam, konnte ich ja schlecht sagen, wartet noch mal ein paar Tage. Sondern dann gibt es ja nur, du sagst ja und dann stürzt du dich da rein und das ist auch kein Problem. Dann sehe ich keine Fragen mehr. Herzlichen Dank für das Interesse an der heutigen Pressekonferenz.